Und damit howdy, liebe Modellbahnsammler. Ja, heute mal ein bisschen ab von der allgemeinen Linie, die Märklin normalerweise hat. Wir bewegen uns ja in der Regel in Europa. Und heute mal ein Vintage-Video, was ich euch immer noch schuldig bin. Und zwar hatte ich ja bei den Güterwagen aus dem 1965er-Katalog die amerikanischen Waggons einfach ausgelassen, weil sie irgendwo, ja, ich weiß nicht, die gehören da irgendwie nicht rein. Das ist ein separates Thema. Und die Frage ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass das Märklin sich mit dem Thema beschäftigt? Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren war das natürlich immer noch ein Riesenthema und vor allen Dingen auch ein Thema für den Bereich PX und Export in die USA. Wir hatten damals natürlich noch unglaublich viele amerikanische Soldaten hier und die schätzten natürlich Made in Germany und die gute Qualität von Märklin, denn wenn man rüber guckt über den Deich guckt man hier, aber über den großen Teich meine ich jetzt nach Amerika, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Hersteller, die dort im H0-Scale produzieren, jetzt nicht unbedingt die robuste Qualität auf den Markt schmeißen. Das fängt bei Plastikachsen an und hört bei den Kupplungen auf, was auch häufig wirklich nur Plastikgeschrotte ist. Also die haben da schon sehr früh drauf gesetzt, dass man sehr, sehr preiswertes Spielzeug herstellt und mehr auch nicht. Schnell durchsetzen, schnell konsumieren. Ja, und bei Märklin war es halt eben immer noch so, dass man auf die gute alte Qualität gesetzt hat. Vorgestellt habe ich ja in diversen Videos schon die F7-Lokomotiven von der Santa Fe, von der New Haven. Und die letzte, die dann auch im Bilderkarton erschienen war, die Union Pacific, ist, glaube ich, erst ein paar Ausgaben her. Und in dem Zusammenhang fehlen natürlich die amerikanischen Güterwagen. Gleich zu Beginn noch sei bemerkt, es gab in der Zeit keine Personenwagen. Viele haben sich dann ein bisschen damit beholfen, dass sie den französischen 4050, weil der so eine annähernd Airstream-Form hatte mit seiner silbernen Außenhaut. Der passte da eigentlich ganz gut so, wenn man mal so ein paar 4050 hinter eine der Lokomotiven hängt. Besonders wenn man dann auch die unmotorisierte Einheit hat, die keine B-Unit ist. Ich sag's nochmal, es ist keine B-Unit. Die B-Unit ist der Motorwagen, den es späterhin Anfang der 80er, glaube ich, für nochmal fast alle Varianten gab. Ja, genau. Also den kann man sich dann immer noch dazu kaufen. Dann gab es irgendwann auch später nochmal ein paar schöne Züge dazu, auch dann Personenwagen, aber wie gesagt, in der Zeit der typischen Blechwagen gab es das nicht. Die Wagen sind dann auch tatsächlich bis auf die Gondola alle aus Blech gehalten. Und werden auch klassisch dann auch in Amerika als Tinplate verkauft und auch gesucht. Und bis heute ist Märklin eigentlich auch dabei geblieben, dass sie zum Beispiel die Boxcars in Blech gebaut haben. Ich weiß nicht, ob es welche in Kunststoff gibt. Ich meine, dass die immer alle noch in Blech gemacht worden sind. Da gab es ja diverse Sonderauflagen, alle möglichen Formen und Farben. Aber letzten Endes war es dann immer ein Boxcar. Es gab ein paar Tankwagen, glaube ich. Dann gab es die Gondolas. Diverse Cabooses, also die Begleitwagen und
von den Cabooses gab es dann nochmal einmal den ganz kurzen für den Santa Fe, glaube ich, auch in verschiedenen Ausführungen. Kam aber auch erst in den 70er Jahren. Im 1965er Katalog gab es 5 Wagen. Ich habe sie hier hinten, die blende ich euch dann auch nochmal, ich würde mal sagen, da so irgendwie blende ich euch mal die Seite ein. Und die will ich euch dann vorstellen. Und zwar geht's los, passend zur Lokomotive der New Haven. Das ist eine Bahngesellschaft in der Nähe von New York. Da gab es dieses Boxcar. Das ist der, lass mich, 4573. Das sind alles 45er Nummern. Sehr schön mit den Aufstiegsleitern jeweils. Und komm, jetzt machen wir das mal scharf hier. So. Und dem Handrad bremsend zum Bremsen. Dann auf dem Dach haben die Wagen alle eine Planke. Hier so Lüfteransätze. Der New Haven ist von der Bedruckung von beiden Seiten gleich. Die entsprechen immer, achso, und was auch ganz schön ist hier, immer Schiebetüren. Also man kann die öffnen. Das sind richtig, hello, sind alles Wagen, die sich auch herrlich zum Spielen geeignet haben. Und die sind natürlich ideal für den amerikanischen Markt gewesen. Sowas brachte man seinen Kindern mit. Und in Deutschland war natürlich auch die Sehnsucht da, John Wayne, Bonanza und so weiter. In den 60er, 70er Jahren, da wollte man sowas natürlich gerne mal nachspielen. Und da bot sich das natürlich an, vielleicht auch mal so eine kleine Western-Anlage zu bauen. Also wenn man so ein bisschen mehr Richtung Western war und seine Cowboys und Indianer rausgeholt hat zum Spielen, dann konnte man dazu natürlich toll die Märklin-Teile verwenden und aufbauen. Der New Haven, dann auch ein ganz bekanntes Modell, der 4571 Western Pacific, Rides Like a Feather. Also dieser Wagen, der läuft so leicht wie eine Feder. Und ist auch noch in gutem Zustand bei mir. Habe ich sogar mit Originalverpackung. Meinem New Haven fehlt mir die Verpackung. Und dann kommt gleich das dritte Boxcar 4572. Atkinson and Santa Fe. Passend zur 3060 Lokomotive. Und zwar unterscheidet sich dieser Wagen, musst du mal darauf achten, in der Bedruckung auf beiden Seiten. Einmal Texas Chief und auf der anderen Seite, na, komm hier, so, Santa Fe all the way. Also ein bisschen Dichtkunst ist da auch dabei gewesen. Ich finde, ein sehr schöner, gelungener Wagen. Ich suche bei dem New Haven und bei diesem hier tatsächlich die ganze Zeit nach einer Originalverpackung. Also entweder gehe ich den Weg und finde mal welche, die ein bisschen preiswerter sind und nicht gleich 30 Euro pro Box kosten sollen. Finde ich echt ein bisschen übertrieben, Leute. Also wer das dann anbietet, klar, die sind selten, aber da muss man, glaube ich, auch nicht übertreiben. Ein Wagen, der dann auch immer wieder in verschiedenen Varianten auf den Markt gekommen ist, ist dann der 4575, der hier gerade seine Kupplung nicht rumgeben will. So. Dixie Line, eine sogenannte Gondola. Sieht man heute noch ganz häufig in den USA. Der Wagen, der hat sich prinzipiell nie geändert. Das ist wie so ein V8-Motor. Die Boxcars haben sich tatsächlich
mittlerweile alle geändert. Sieht man, ich glaube, diese alten Wagen sieht man in den USA kaum noch. Aber diese sogenannten Gondolas als offene Güterwagen laufen überall mit in diesen unglaublich langen Zügen. Wenn man mal Videos guckt, das dauert da minutenlang, bis so ein Zug denn mal so einen Bahnübergang überquert hat und das immer mit viel lautem Getöse. Jetzt vielleicht noch spektakulärer, wenn man weiß, dass der Big Boy wieder fährt und man rüberfährt in die USA oder rüberfliegt in die USA und sich das mal anschauen kann. Ich glaube, das ist echt ein Erlebnis. Zweimal habe ich tatsächlich diesen Begleitwagen, einmal in der roten, einmal in der blauen Verpackung. Der hier, der lag tatsächlich bei meinem Händler mal so in der Schrottkiste und ich habe da, glaube ich, weiß nicht, 5 Euro für bezahlt. Zustand vom Inhalt ist allerdings auch nicht ganz so pralle. Aber ich habe den auch wieder Atkinson und Santa Fe in einem schönen Zustand. Da ist er. Hier mit dem Aufbau. Alles Blech. Da ist wirklich sehr viel dran. Kostete 6,50 Mark. 45,70 die Nummer. Und ja, das war halt das, was man in den 60er Jahren an US-Wagen bekommen konnte. Nun ist es ja nicht so, dass das nur Märklin diese Wagen hergestellt hat oder Lokomotiven. Ich glaube, einer der schönsten, also einer der Hersteller, die die schönsten Modelle in der Zeit gemacht haben, weit besser und detaillierter als Märklin das getan hat, ist Rivarossi. Ich bin mal über ein Konvolut an einiges Material von Rivarossi gekommen, unter anderem auch eine F7, die sehr, sehr selten war. Und Rivarossi hat zu der Zeit schon ganz viele Modelle von den verschiedenen Bahngesellschaften rausgebracht und war da auch sehr erfolgreich, glaube ich, im Export. Märklin hat sich da eher zurückgehalten und hat gehofft, dass über den PX-Shop da noch einiges läuft. Und ja, das hat immer irgendwie so ein Nischendasein gehabt. Heute wissen wir auch, kommen die ganz großen Maschinen teilweise wieder. Märklin ist auch gerade dabei, insbesondere Lokomotiven, berühmte Lokomotiven aus fremden Ländern, sage ich mal, als Modell vorzustellen und herauszugeben. Das sind schon richtig tolle Sachen, vom Big Boy mal ganz zu schweigen, der, glaube ich, wirklich das Modell ist, dem, was sich jeder Amerika-Freund wünscht. Vielleicht auch derjenige, der nicht unbedingt der Amerika-Freund ist, aber die Lokomotive einfach toll findet. Aber diese paar Wagen hier, die gehören einfach meiner Meinung nach in so eine Sammlung rein. Und die fehlten halt eben noch. Und deswegen wollte ich sie euch auch noch zeigen. Ich glaube, sonst gibt es dazu auch gar nicht so viel zu sagen. Sie werden relativ teuer gehandelt, bis auf die Gondola. Die kriegt man schon mal für einen kleinen Taler, aber das ist auch nichts Besonderes. Schwierig ist es immer, wenn man so ein bisschen Schrott mal oder wenn man sich mal was restaurieren will und die Fahrgestelle, also die Bogies, wenn die kaputt sind, dann die kleinen Achsen zu bekommen und so weiter, da wird es dann schon aufwendig mit der Suche, genauso wie mit den Originalkartons. Häufig, wenn man die Wagen nicht im Originalkarton bekommt, sind die immer schon ziemlich stark bespielt. Im
65er Katalog, vielleicht noch zu erwähnen, gab es eine Kombi. Und zwar, ich muss jetzt gerade mal eben selber gucken, das war eine Zugpackung. Eine Zugpackung, da ist sie. Genau. Eine Zugpackung 3160 kostete damals 68 Mark mit Gleisoval, waren 12 Bögen und eine Anschlussschiene und 5 Grade dabei. Kein Trafo, musste man sich selber noch zusätzlich beschaffen. Okay, das noch zur Ergänzung, bestand halt aus dem Caboose, aus der Gondola, dem Texas Chief und dem Western Pacific Wagen, diesen sogenannten Boxcars. Ja, ich glaube, dann haben wir die Güterwagen komplett. Lasst mich mal wissen, ob ihr Interesse daran habt, dass auch mal alle Personenwagen vorgestellt werden. Ich glaube, ich habe alle. Nee, doch, ich habe alle. Doch, aus dem 65er Katalog habe ich alle. Können wir auch mal durchgehen, wenn euch das interessiert. Ansonsten würde ich vor allen Dingen im nächsten Video mal wieder was über die... Hier, das läuft jetzt gerade nicht, übers Digital-Layout machen, weil da ist doch einiges an Material dazu gekommen, jetzt nicht gerade Lokomotiven, aber viel rollendes Material zum hinten dranhängen. Ja, vielleicht abschließend. Oh, ich habe noch was. Eine Sache hier, ich wollte dieses Rätsel noch auflösen. Erstmal ganz vielen Dank für die vielen Zuschriften, auch per Mail und alle, mit denen ich gesprochen habe, über WhatsApp und was weiß ich für Kanäle, um einfach mal herauszufinden, was ist denn jetzt mit diesem 4550, dem italienischen Spitzwagen da? Spitzdachwagen. So, jetzt gibt es einen Schluck Kaffee. Weil sonst fusselt das noch mehr. Jetzt bin ich fast am Überlegen, eigentlich müsste ich mir bei diesem Wagen nämlich mittlerweile Handschuhe anziehen, wenn ich den raushole. Ja? Also es handelt sich offenbar wirklich um einen Glücksfall. Ihr seht, an diesem Wagen fehlen, so mal scharf machen, an dem Wagen fehlen überall die Bedruckungen. Das Silber ist 1972 genau so bei Märklin erschienen. Das Dach in diesem Grau ist original Märklin. Unten drunter Beschriftung, alles tutti. Nun kam der Verdacht auf, dass es sich vielleicht um einen Primax handeln könnte, 4586, glaube ich. Oder, ja, 86. Dem ist nicht so. Beim Primax-Wagen fehlen diese Gitter. Ja, man kann die Gitter bekommen. Das ist richtig. Aber nächstes Indiz dafür, dass es sich bei diesem Wagen um einen Märklin-Wagen handelt, ist so, und das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erkennen, aber hier das Spritzbild, wie es von innen ist. Ich habe Bilder zugesandt bekommen von einem 4550, von diesem italienischen Wagen, mit genau diesem gleichen Spritzbild. Also dieser Wagen ist nicht silber nachgespritzt worden, sondern ist original so
wie er hier ist, hat der das Werk verlassen. Es ist nicht festzustellen, ob bei diesem Wagen irgendetwas nachgearbeitet wurde oder manipuliert wurde. Warum auch? In der Zeit hätte sich niemand die Mühe gemacht. Auch wenn der Wagen relativ teuer ist, ist das völliger Blödsinn. Dieser Wagen hat tatsächlich ohne die Bedruckung das Werk in Göppingen verlassen. Wie kann das sein? Es war wohl zu der Zeit relativ üblich, dass Fehldrucke, Wagen mit kleinen Fehlern auch schon mal in der Tasche von Werksangehörigen gelandet sind. Ich behaupte jetzt mal, dass sie die für einen kleinen Obolus kaufen konnten und mit nach Hause nehmen durften. Weil wir sind ja alle ehrliche Arbeitnehmer. Also, dieser Wagen ist ein Fehldruck, hätte so nicht in den Handel gedurft und ist damit sicherlich eins von vielleicht ein paar hundert Modellen, die was etwas Besonderes sind. Wert kann man da sicherlich nicht beziffern. Das ist dann, liegt dann im Auge desjenigen, der den Wagen unbedingt haben möchte. Und der müsste dann beurteilen, was so ein Wagen kostet. Aber ich gebe ihn nicht her. Also, ich habe da was Schönes, freue mich darüber. Jetzt fehlt mir natürlich immer noch ein regulärer 4550 in Silber. Aber ich glaube, der ist einfacher zu beschaffen, als dass ich so einen Glücksfall gehabt habe. Jo, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein langes Video geworden ist. Wir haben schon wieder 45 Minuten rum. Unglaublich, ich kann es gar nicht fassen. Dann schneide ich das jetzt mal zusammen, schieb's auf den Server, freue mich wieder auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Märklin Digital und Details, Details, Details. Okay, also tschüss und macht's gut, habt eine schöne Woche.